Ich werde sehr oft gefragt, was ist eigentlich meine Lieblingsmethode, Hämorrhoiden zu behandeln? Also Nummer eins, als Chirurg hat man so eine Lieblingsmethode, aber das ist meistens die Methode, die man am meisten macht und am meisten beherrscht, also deswegen auch die Komplikationen im Griff hat. Deswegen bei jedem ist es ein bisschen anders. Aber in diesem Video wird es eigentlich darum gehen, wieso die Radiowellenbehandlung der Hämorrhoiden momentan meine Lieblingsmethode ist und in meinen Augen die minimalinvasive Methode ist, Hämorrhoiden zu behandeln. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten und herzlich willkommen in Wuppertal in meiner Praxis. Statistik sagt, dass ca. 40% der Bundesbevölkerung behandlungsbedürftige Hämorrhoiden haben. Tatsächlich so. Und jährlich werden in Deutschland nahezu 50.000 Hämorrhoidenoperationen durchgeführt. Also tatsächlich, das ist eine Menge. Ja, das wird, also Hämorrhoidenoperationen werden, ich möchte nicht sagen täglich, aber sehr, sehr oft in allen Krankenhäusern in der Bundesrepublik durchgeführt. Meistens wird das natürlich eine klassische Hämorrhoidenoperation durchgeführt oder angewendet, bei der die Hämorrhoidalknoten dann ausgeschält, entfernt werden. Also das ist Milligan-Morgan-Operation, auch die Abwandlungen davon, wird oft auch Stapler verwendet. Aber es gibt auch natürlich einige Problematiken, insbesondere Nachbehandlung. Also die Operation ist eine Sache, aber die Afterregion, wie jeder schon weiß und schon mal gemerkt hat, die Afterregion ist ja extrem empfindlich. Das bedeutet, dass wir haben ja eine gewisse Funktion, wir müssen wirklich spüren, ob da was rauskommt oder nicht rauskommt. Und dadurch sind wir da alle extrem schmerzempfindlich. Ist eine Sache, also wenn wir eine offene Wunde haben. Die zweite Problematik danach ist auch so, dass wir das nicht ruhig stellen können. Wenn es zum Beispiel irgendwo an der Hand oder am Bein operiert werden, man kann das relativ einfach ruhig stellen. Das heißt, man kann es irgendwo ablegen oder sowas. Man kann es kühlen, vielleicht weniger bewegen, damit das dann weniger Schmerzen sind. Dadurch kann man dann die Heilung etwas beschleunigen. Beim After funktioniert das nicht. Sie müssen mal aufstehen, Sie müssen auf die Toilette gehen. Das ist so, wenn wir einen Schritt machen, da sind Scherkräfte und man kann wirklich den After sehr schwer ruhig stellen. Also man kann es natürlich machen, dann würde man einen künstlichen Darmausgang anlegen. Aber bei einer Hämorrhoidenoperation würde das den Rahmen sprengen. Also das macht man natürlich nicht. So, deswegen ist die Zeit danach unglaublich belastend. Also wir sprechen tatsächlich, dass 2 bis 3 Wochen die Patienten Schmerzen haben. Das ist auch manchmal permanent, manchmal nur beim Stuhlgang. Man hat ja auch offene Wunden. Die Wunden müssen auch entsprechend gepflegt werden. Es sind ja erst immer Stuhl in der Nähe. Da sind viele Bakterien, um einfach die Entzündung und die Reizungen zu vermeiden. Dieses regelmäßige Ausduschen 3-mal am Tag und nach jedem Stuhlgang. Schmerzmittel müssen genommen werden. Die Patienten müssen tatsächlich auf den Stuhlgang achten. Und die Zeit, wirklich diese 2, 3 Wochen, sind tatsächlich extrem unangenehm, milde ausgedrückt. Viele sagen, man geht da in der Zeit durch die Hölle. So. Deswegen wollte die medizinisch-proktologische Wissenschaft immer eine Methode entwickeln, die sehr minimalinvasiv ist, wo man einfach dieses einfach vermeidet. Und da sind auch einige Methoden eigentlich dazugekommen. Es gibt eine interessante Methode wie die Gummibandligatur, was ich in einem Video davor gesprochen habe. Das funktioniert eher bei kleineren Hämorrhoidalknoten. Man hat wirklich alles Mögliche ausprobiert, Laser, das ist auch eine ganz interessante Alternative. Aber dann kam irgendwann mal die Möglichkeit der Radiofrequenzablation der Hämorrhoiden oder Radiowellenbehandlung. Und wieso ist diese Methode so gut in meinen Augen? Also Nummer eins, für den Eingriff braucht man keine Narkose, sondern das wird in örtlicher Betäubung durchgeführt. Und dadurch, dass man immer einen ständigen Feedback vom Patienten hat, das ist, wenn wir währenddessen, wir merken ganz genau, wie viel Energie wir bei der Zerstörung des Hämorrhoidalknotens geben. Das bedeutet, wir können gar nicht zu viel geben und den Patienten nicht unnötig belasten. Ja, zum Beispiel auch das empfindliche Gewebe einfach irgendwie zerstören. Deswegen sind die Schmerzen danach, sind nahezu nicht existent. Das Zweite, durch die Anwendung von Radiowellen, also man muss sich vorstellen wie Mikrowellenprinzip, das ist die tatsächlich nur an der Spitze der Sonde wirken, durch diese Anwendung der Radiowellen, die jetzt tatsächlich auch eine punktuelle Hitze erfolgen, können die Hämorrhoidalarterien, also die Gefäße, verlässlich verschlossen werden, also verschweißt werden. Deswegen auch die Gefahr einer Nachblutung ist extrem niedrig. Das ist auch so, dass wir das auch fächerförmig geben. Wir können alle Seitenäste verlässlich auch mitnehmen und wirklich nur den Knoten zerstören und das umliegende Gewebe wirklich auch damit auch, also mit dieser Energie, die Wahrscheinlichkeit des Kollateralschadens beim Schweißen dieser Hämorrhoidalarterien ist extrem gering. Und das Dritte, was tatsächlich die Methode so interessant und so tatsächlich revolutionär macht, ist, dass wir das sensible Gewebe, das umliegende Gewebe wirklich tatsächlich dadurch auch in Ruhe lassen. Das bedeutet, dass der Schließmuskel wird überhaupt nicht irgendwie verletzt, was bei der Operation eigentlich das sein kann oder immer wieder passiert.
Deswegen die Wahrscheinlichkeit einer Kontinenzbeeinträchtigung, das heißt, die danach folgende Schließmuskelschwäche ist eigentlich überhaupt nicht existent. Und dieses sensible Gewebe, das Anoderm, also tatsächlich, das ist die Haut im Analkanal, die für uns eine Art Sensor darstellt, ne, dass es jeder von uns weiß, bevor er auf die Toilette geht, er weiß oder ahnt, welche Konsistenz des Stuhlganges hat. Ist das eher flüssig, eher hart oder tatsächlich nur Luft? Das ist ja auch die Aufgabe von Anoderm. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die auch, dieses Anoderm ist auch extrem schmerzempfindlich. Also das bedeutet, dass wir haben nicht nur keine Schmerzen, sondern auch diese Sensorik bleibt intakt. In meinen Augen ist das momentan die minimalinvasive Methode. Das ist, ich habe schon einige Videos bei mir auf dem YouTube-Kanal über diese Methode, aber in diesem Video ging es darum, eigentlich die Gründe nochmal zu erklären, wieso wir das immer mehr machen und den Patienten anbieten. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Alternative. Es kann nicht bei jedem Patienten funktionieren, aber unserer Erfahrung nach, die Patienten brauchen gar keine Krankschreibung, maximal vielleicht ein paar Tage. Na, die können am Anfang 2 bis 4 Tagen leichtes Brennen beim Stuhlgang haben, sonst eigentlich gar nicht. Deswegen so diese schmerzhaften Zustände mit dem aufwendigen Pflegen der Wunden fällt eigentlich komplett weg. Nachteil natürlich, nicht jeder gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten, also einige gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten, einige nicht. In dem Fall muss man das wirklich auch individuell nochmal gucken. Bei privatversicherten Patienten ist es gar kein Problem. Letztendlich muss jeder eigentlich selber entscheiden, was er haben möchte. Wir geben jedem Patienten die Möglichkeit, einfach darüber zu erfahren und wirklich dann auch zur Entscheidung zu überlegen, was er haben möchte und was er nicht haben möchte. So, es ging um die Radiofrequenzablation, meine momentane Lieblingsmethode, wenn man das eigentlich so sagen darf. Aber momentan ist das eigentlich die Methode, die ich wirklich uneingeschränkt und ehrlich jedem oder ganz, ganz vielen Patienten empfehlen würde. Wenn ich Hämorrhoidalprobleme hätte, würde ich mich auch diese Methode eigentlich problemlos unterziehen. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Und das sage ich nicht immer. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Und wenn Sie tatsächlich etwas mehr darüber erfahren wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen Termin, vielleicht auch einen Beratungstermin. Schreiben Sie ein Vermerk Radiowellenbehandlung der Hämorrhoiden, wenn Sie darüber mehr wissen wollen oder darüber mit uns sich unterhalten wollen, dann können wir das auch relativ zügig machen. Danke.